Hallo, herzlich willkommen. Wenn ihr wissen wollt, was eine Stabkirche und ein Liebesbankweg gemeinsam haben, dann bleibt da einfach mal dran. Ja, wir befinden uns hier gerade im schönen Harz. Wieder einmal Stimme hier, mein Herzblatt und ich. Und sind gerade in Hahnklee. Da werden wir mal die Stabkirche besichtigen und den Liebesbankweg laufen. Oho, mal gucken, was da so auf uns zukommt. Wir sind selber mal gespannt. Stimme ist auch gespannt. Vor allen Dingen Liebesbankweg, wa? Das ist so deins, ne? Stabkirche ist in Sicht. Das ist übrigens ein Nachbau. Irgendwie steht so ein Teil in Norwegen nochmal. Erbaut wurde dieses schöne Stück von 1901 bis 1902. Also damals konnten die sowas noch errichten innerhalb von einem Jahr. Heute brauchen die ein bisschen länger wahrscheinlich. Das Pendant dazu steht in Norwegen halt. Ne? Und dieses Teil hier umfasst 350 Sitzplätze. Und wir wollen mal gucken, wo wir da reinkommen. So, und hier geht's zum Liebesbankweg. Jetzt wird's ernst. Also, der Liebesbankweg liegt direkt, seht ihr ja, Steinwurf weit entfernt von der Kirche. Eine wirklich schöne Kirche. Wenn ihr rein wollt, Fotos machen wollt, 2 €, aber die sind, glaube ich, mal ganz gut investiert. Aber wir sind ja nicht nur zum Kirchenbesuch hier, sondern wir wollen jetzt natürlich knutschen. Oh, es geht schon gleich los hier mit der ersten Bank. Wir sind gar nicht weit gekommen. Stimme, komm her hier. Schmatzen. Die Kronjuwelen-Hochzeitsbank. Oh, Kronjuwelen. Zeig mal deine Kronjuwelen. Oh, ich muss mal erst mich ganz kurz hier durch den Matsch hier zwängen. Denn eigentlich ist dieser Liebesbankweg einer der schönsten Wege hier, also Rundwege auch so. Ist 7 Kilometer lang, ist wie gesagt ein Rundweg. 25 Bänke könnt ihr jetzt mit uns genussvoll sehen, finden. Das Tor der Liebe. Ich glaube, hier beginnt der eigentliche Liebesbankweg oder so, weiß ich nicht. Stimme halt mal fest, ich muss mich da mal reinstellen. Aber eine kleinere. Für die Mountainbiker von euch, das ist auch eine ganz geniale Mountainbike-Strecke. Hier Boxberg, hier mit Jumpline, könnt ihr ein bisschen springen und hüpfen und richtig cool gemacht hier. Über so eine Brücken fahren und alles. Hier stehen nämlich immer Warnschilder für Wanderer, dass eben Mountainbiker und Monster-Roller-Fahrer hier den Weg kreuzen können. Aber das macht uns gar nichts. Das ist echt cool. Und zum Glück, die Sonne ist rausgekommen. Und schon sind wir an der nächsten Bank. Und zwar die Haschmich-Bank. Aha. Was für eine Bank? Die Haschmich. Haschmich-Bank. Das passt doch in die Zeit heutzutage. Einmal kurz. Und für die Faulen, das sind wir ja eigentlich auch unter uns. Hier könnt ihr noch schön mit der Gondel rauffahren. Natürlich auch dann irgendwo für die Mountainbiker, die können dann ihr Fahrrad mit hochnehmen. Das ist ja logisch, hochfahren braucht ihr nicht. Preis weiß ich nicht, müsst ihr selber mal gucken, was das kostet. Und dann könnt ihr zum Teil sehen, hier befindet sich auch noch die Sommerrodelbahn. Alter Falter, hier habt ihr aber auch nicht was zu tun, ey. Stimme und ich, wir werden nur weiterhin Liebesbänke suchen, ne?
Na klar. Die Quelle der Liebe. Die nächste Bank. Einmal schnell halten, Stimme. Ich setze sie mal auf die andere. Warte mal. Ja. Die Hochzeitsbank. Ja, Mütze ist auf dem Kopf. Doch ein bisschen Weichei. Weichosterei. Stimmt. Ist ja heute Karfreitag übrigens. Ein bisschen windig hier. Und wenn man sich das mal so anschaut, hat der Harz doch Bäume gelassen. Ja, dauernde Trockenheit. Und der üble Borkenkäfer hat ihm dann den Rest gegeben. Borkenkäfer, das ist ja, das ist wie Stimme. Stimme ist praktisch mein Borkenkäfer. Die gibt mir nämlich auch mal den Rest dann. So, deswegen bin ich auch schon. Eigentlich bin ich 25. Hat einen Sturm, ey. Ja, bis jetzt eine wirklich schöne Runde. Ziemlich matschig heute. Kommt man immer in irgendeinen Weg, wo immer Tafeln stehen. Das sind wahrscheinlich Baum. Wie sagt man nicht? Nicht Baumadoption, das ist ja Quatsch. Wie nennt man sowas? Baumpatenschaften, Mensch. Um Gottes Willen hier, wo bin ich bloß? Baum. 25. Ja, Baumpatenschaften kann man die übernehmen. Man kann mir so ein Schild dranhängen. Und so. Also wirklich, ja, echt lieb gemacht hier alles. Guten Morgen. Nach unserer gestrigen Liebesbankwegrunde haben wir hier eine schöne Nacht verbracht. Ich zeige euch übrigens mal, wo wir stehen. Ich glaube, das habe ich gestern noch gar nicht gemacht. Das ist hier im Park von Neidplatz am Ortseingang von Harnklee. Da haben die hier einfach mal so eine kleine Fläche zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich auch wunderbar. Kostet nichts, aber ihr habt doch nichts. Kein Strom, keine Entsorgung. Kann gar nichts, ihr könnt ja einfach nur pennen. Wasser bekommt ihr im Ort, das ist irgendwie 200 Meter weiter von hier. Da kosten 60 Liter Wasser 2 Euro. Ich denke, das ist auch noch ganz okay, kann man machen. Und wir werden heute eine Runde um den Grumbacher Teich machen. Stimme, mein kleiner Borkenkäfer hat sich ja auch ganz gut erholt. Sag mal. Du bist ein Messkäfer. Wie wir das ja wissen, seit gestern ist Stimme mein neuer Borkenkäfer. Und du mein neuer Messkäfer. Na super, dann mache ich jetzt mal aus hier. So, hier seht ihr den Platz nochmal. In voller Länge. Also da ist wirklich reichlich Platz. Ja, nach guten 3,3 Kilometer ungefähr von dem Stellplatz Harnklee seid ihr denn hier am Grumbacher Teich. Schöne ruhige Runde bis jetzt. Flacher Boden, geht natürlich immer bergab. Das wird ganz schön, weil hier ist ja so ein Rundweg. Das heißt, wir müssen irgendwann nochmal wieder bergauf. Ist wie es ist, ne? Aber schön. Das Gute ist, dass in dieser Runde hier weniger Menschen rumlaufen, weil die natürlich alle in Harnklee sind, den Boxberg hochmachen, rodeln. Oh, ach, was, der weiß ja Geier was. Und hier hat man schön seine Ruhe.
Ja, und hier vorne habt ihr dann wieder mal, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, Harzer Wandernadel. Hier könnt ihr euch den Stempel 113 abholen. Grumbacher Teich hier. Für die Wissbegierigen, der Grumbacher Teich wurde vor 1673 angelegt und die Dammhöhe beträgt 7,5 Meter. Der Teichspiegel, der steht da, liegt 479 Meter über Meeresspiegel. Wo ist denn die Infobox da? Bisschen Info muss ja auch mal sein. Gibt es noch einen kleinen Wasserfall? Da werden wir jetzt auch mal hinmarschieren. Nein, ich bleibe ja, wenn hier im Baum. Ja, unsere kleine Wanderung nähert sich dem Ende. Rothaut, Stimme, Maul. Ist auf jeden Fall gut durchblutet. Ja, war anstrengend, waren doch ein bisschen Berge hoch, aber ne, wirklich, wir sind jetzt wieder in der Hauptstraße. Schön zu machen, guter Weg, 3,5, also gute 7 Kilometer. Habt ihr gesehen, bisschen durch den Wald und so, echt schön. Geschafft. Ja, wir haben dann nochmal den Platz gewechselt, stehen jetzt in der Nähe von Bad Grund auf einem Wanderparkplatz. Nicht viel los hier. Hier führt zwar so eine Straße vorbei, da heizen gerade die Mopeds rum, aber sollen sie mal machen, ist auch geiles Wetter und macht auf jeden Fall Spaß hier. Schön Kurven fahren. Die hören ja gleich auf, wenn es dunkel wird, fahren die nämlich nicht mehr. Ja, wir beenden damit hier unseren Harz-Trip über Ostern. Wir werden morgen natürlich noch hier bleiben, aber eiern hier noch ein bisschen rum. Ich denke mal, das wird sich nicht lohnen, hier großartig noch zu filmen. Ihr seid ja mitgekommen, zwei schöne Wanderungen haben wir ja gemacht. Stimme ist ein bisschen platt, ich bin aber auch ein bisschen platt. So, ist eben so ungewohnt, man muss erstmal wieder so ein bisschen ran nach, ne? Nach dem Winter. Wie sagt man, nach der Wintereinrostung oder wie? Keine Ahnung. Stimme, wie sagt man? Wie sagt man? Nicht Wintereinrostung. Winterschlaf. Winterschlaf, genau, nach dem Winterschlaf. Also nach dem Winterschlaf irgendwie muss man jetzt mal wach werden. Das haben wir getan. Wir sind ordentlich gelaufen. Ein paar Magnesium-Tabletten haben wir auch schon weg. Ne? Es geht auf jeden Fall weiter auf diesem Kanal und schön, dass ihr mitgegangen seid. Das wollte ich eigentlich nur betonen. Wir sehen uns bald wieder. Schaltet wieder ein. Ja. So, und jetzt könnt ihr auch schalten. Bis dann. Haut rein. Tschüss.